herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Also ich denke, die meisten, die mich verfolgen, wissen das schon, aber wenn du neu bist, dann sage ich dir noch kurz diese Info. Und zwar bin ich ab 13. August für 8 bis 10 Wochen in einer Klinik. Und ich war jetzt mit meiner Mama noch ein bisschen shoppen, weil ich noch ein paar Dinge gebraucht habe bzw. einfach noch haben wollte für diese Zeit. Und genau, also von Klamotten her und ja, ein bisschen was anderes noch. Und von, ich gehe auch nochmal zu DM und hole mir dort auch noch ein paar Dinge, die ich dafür brauche. Und das werde ich wahrscheinlich dann anschließend an diese Sachen dranhängen an dieses Video. Ich glaube, das ist jetzt für alle geklärt. Und dann lege ich mal los. So, das erste ist mal eine Weste von Primark. Eigentlich dachte ich, sie würde 8 Euro kosten, aber pro Weste haben wir nur 4,40 gezahlt. Auf jeden Fall ist es einfach so eine hellblaue Weste mit Kapuze und vorne diesen Taschen, einfach eine ganz normale Weste halt. Und genau, finde ich sehr schön und passt zu fast allen meinen Klamotten halt, so von den Oberteilen. Deshalb habe ich halt so ein Basic, so eine Basic-Farbe genommen, aber dann auch noch eine andere, aber zu der kommen wir gleich. Als nächstes, sorry, ich habe das einfach so auf meinem Haufen da liegen. Ich habe es deshalb nicht geordnet. Aber das nächste ist ein Kleid. Das habe ich gar nicht entdeckt. Das hat meine Mama entdeckt. Und ich habe es probiert. Und das sitzt so, so schön. Und es ist voll schön. Und zwar ist es von Colosseum. Und es ist halt so ein luftiges Sommerkleid. Und es hat halt hier dieses Detail. Und man kann es auch schulterfrei tragen. Also mir gefällt es schulterfrei noch besser. Und ja, es sind halt diese, ist halt schwarz mit diesen, ja, braun und grün und beigen halt Blumen. Das geht mir circa bis zu den Knien. Und das Kleid hat 20 Euro gekostet. Und das werde ich auch mitnehmen, weil ich wollte ein Kleid mitnehmen, habe aber gedacht halt eins von denen, die ich halt habe, aber ich habe halt nicht so wirklich viele. Und jetzt hat das meine Mama gefunden und es passt perfekt. Und jetzt nehme ich das mit, weil warum nicht? Man kann bei T-Shirts, die ich für die Nacht haben wollte, weil ich halt nur so T-Shirts, ganz normale T-Shirts halt habe und einen Spaghetti-Top, und ich wollte halt noch so ein, zwei Tops halt für die Nacht haben, also nur so Träger und keine Ärmel. Und da wurde ich bei Colosseum fündig. Zum einen mal, das finde ich total schön, das sieht so aus. Das ist so dunkelblau und hat da so einen Anker mit so einem Herzchen. Und auf der Rückseite hat es ganz viele weiße Anker. Und es ist total der angenehme Stoff und urgut für die Nacht halt. Und genau, und das hat vorher 8 Euro gekostet und jetzt nur noch 5 Euro. Ein dunkelblaues, auch von Colosseum, aber mit so einem anderen Stoff. Der ist jetzt nicht ganz so gut, aber halt, also ich meine nicht ganz so luftig wie das andere, aber es ist halt trotzdem mit so, nur so mit Trägern halt. Hat 5 Euro gekostet. So, jetzt kommen wir zu der zweiten Weste. Ja, ich finde das richtig cool, und zwar ist sie in der Farbe Gelb. Ich mag Gelb so, so gerne, und ich finde, das passt mir auch sehr gut. Und ich habe jetzt schon ziemlich viel in Gelb. Und ja, das ist einfach genau dieselbe Weste wie, ja, wie vorhin die blaue. Dann kommen wir zu zwei Hotpants. Ich habe so gehofft, dass ich noch welche finde. Und zwar, ich habe eine dunkelblaue, die habe ich auch gerade an. Und die finde ich halt perfekt. Und die ist halt, die hat kein Muster drauf, sondern ist halt einfärbig. Und ich wusste gar nicht mehr, woher ich die habe. Und dann habe ich die genau dieselbe Hose
heute gefunden beim H&M, also habe ich sie von H&M. Und dann gab es diese Hose noch in anderen Farben und dann habe ich mir die einfach in zwei verschiedenen anderen Farben noch geholt. Und jetzt habe ich drei tolle einfärbige und dann habe ich halt noch die eine mit so Muster, so jeansmäßig und ja, jetzt bin ich ausgestattet auf jeden Fall. Und ich habe sie, ich wollte unbedingt eine schwarze Hotband haben und es gab die halt auch in schwarz und deshalb habe ich mir die halt logischerweise in schwarz mitgenommen. Halt einfach so vorne halt ein bisschen gerifft, aber sonst eine ganz normale Hose in schwarz halt. Und hat statt 10 Euro 6 Euro gekostet. Und dann habe ich sie noch in einem Khaki-Ton. Finde ich auch voll schön. Weil, ja, es ist mal ein bisschen was anderes. Eine farbige Hose, aber passen trotzdem sehr viele Oberteile von mir dazu. Und deshalb wollte ich die halt auch noch hoch haben. Und die hat statt 10 Euro 8 Euro gekostet. Und so ist das einfach nur so ein Top. Einfach ein ganz normales Top von Primark. Das hat 2,30 Euro gekostet und ja, das hat mir einfach gut gefallen und ich wollte noch ein eher luftigeres T-Shirt Top nehmen und das finde ich sehr gut und genau, deshalb habe ich mir das genommen. Jetzt habe ich mir noch eine Leselampe genommen und so sieht die so aus. Also ich habe die schon mal hier stehen, aber die gehört meiner Mama. Die kann man halt so aufdrehen. Und man kann die aber auch da ablösen und dann in ein Buch reinstecken. Ich finde das halt super praktisch, weil ich immer am Abend noch Tagebuch schreibe. Und ich habe ja keine Ahnung, ob ich dort so eine Nachttischlampe habe oder so. Oder wie das dort halt ausschaut in den Zimmern. Deshalb habe ich mir die einfach nochmal geholt. Die ist jetzt von Flying Tiger. Und ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat. Ich glaube 3 Euro. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann habe ich noch Kopfhörer mir geholt. Teil, was man da in die Ohren geben kann halt, weil ich habe nur ganz normale momentan, weil meine anderen halt kaputt gegangen sind. Primark und haben 4 Euro gekostet. Und das letzte besteht aus 3 Sachen und ist von Harry Potter. Zusammen gekostet, also was ich euch jetzt zeige, hat 14 Euro gekostet und jetzt hat es nur noch 7 Euro gekostet. Und also es sieht mal so aus. Also die Haupttasche sieht einfach so aus. Da ist halt ein Anhänger von Harry Potter drauf und auch noch einmal einer, dass man halt erkennt, dass es auch wirklich von Harry Potter ist. Und da drinnen war jetzt noch einmal einer. Da sieht es so aus. Ja, passt eigentlich auch ziemlich viel rein, was ich richtig cool finde. Ja, vielleicht passt meine Sonnenbrille rein. Das probiere ich jetzt mal. Das ist meine Sonnenbrille. Ich habe die noch gar nicht ausprobiert mit den kurzen Haaren. Schaut gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir sogar besser als mit den langen Haaren. Wie cool. Das heißt, da ist jetzt immer meine Sonnenbrille drinnen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich finde, es glitzert auch so cool. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ja. Das waren jetzt die Sachen, die wir jetzt gekauft haben. Hey, es ist der nächste Tag. Ich hänge dieses Video an das vorige Video dran, wie ihr unschwer erkennen könnt, weil ich war jetzt, wie gesagt, noch beim DM und ich zeige euch jetzt kurz, was ich so geholt habe. Für den Klinikaufenthalt, wie gesagt. Und ja, es sind eher so Basic-Sachen, deshalb mache ich da jetzt keinen eigenen Haul dazu, sondern füge es gleich hier hinzu. Jetzt kommen mal die Sachen, die man halt so als Frau braucht. Einfach, ja, so ganz normale Binden und dann halt solche Ultra-Binden, also einfach dickere und dünnere, damit ich versorgt bin. Das sind 6 solche kleinen Päckchen und das ist auch recht praktisch, zum Beispiel wenn ich dann in den Therapien bin dann und ja, da kann ich auch eine Taschentuchpackung dann reingeben, weil es sicher vorkommen wird, dass ich
auch heulen werde in den Therapien, weil ich halt ein sehr emotionaler Mensch bin und wenn ich dann über meine Sachen rede oder so, dann ja, kommt das sicher öfters vor. Ich kenne mich halt da schon. Genau. Aber weiter geht's mit den Sachen. Dann habe ich auch eine ganze Flasche Kontaktlinsenmittel geholt, weil ich halt Kontaktlinsen habe. Halt für weiche Kontaktlinsen. 2 Packungen Abschminktücher noch geholt. Einmal diese Reinigungstücher von BB, die ich eigentlich immer in die Kamera halte. Und dann habe ich aber eine andere Packung noch. Zwar auch von BB, ist eigentlich dasselbe, nur halt für normale Haut, also die weiße, und das ist halt für empfindliche und trockene Haut. Ich wollte einfach die auch mal ausprobieren, dass sie Girl haben, halt für mein Zimmer oder so. Ja, da habe ich mal 2 Packungen Dixie genommen. Einmal mit Waldbeergeschmack, das kenne ich gar nicht, ich kenne die halt nur von früher. Und halt Erdbeer, das war immer meine Lieblingssorte. Mir noch eine neue Zahnbürste geholt, einfach eine weiche in hellblau, eine Zahnpasta, falls meine leer geht, also die wird sicher leer gehen, ist nämlich nicht mehr viel drinnen, und da habe ich einfach von Colgate Zahnpasta Ultra Weiß, einfach halt eine Zahnpasta. Ja, und dann sind wir auch schon bei dem letzten Ding vom DM, und zwar habe ich mir noch ein Deo geholt, und zwar dieses hier, das ist Pink Passion. Da habe ich ja eigentlich diese Glasflasche mal gehabt mit Pink Passion. Ja, das ist natürlich 0% Aluminiumsalze drinnen, das ist mir halt auch sehr wichtig, und das ist eben der Duft der pinken Rose. Ja, ich finde es einfach total angenehm, und wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich den Geruch von Blumen oder so sehr gerne habe. Und das war's jetzt vom DM. Ich war jetzt noch bei NKD und habe mir noch eine Trinkflasche geholt, weil ich wollte einfach eine haben und ich habe schon lange keine gefunden. Und jetzt habe ich einfach so eine ganz simple. Da steht Aqua oben, ist blau und hat einfach so einen ganz normalen Verschluss halt. Und das finde ich halt auch ziemlich praktisch, weil man dann, also zumindest in der Klinik, wo ich schon mal war, halt zweimal, das war halt so, dass man seine Trinkflasche mitnehmen konnte in die Therapien, weil das war halt auch im Sommer bei dem einmal, und ich glaube halt, dass das auch wieder so sein wird. Deshalb wollte ich unbedingt noch eine Flasche, nur 2,50 gekostet war, von NKD. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Video und sage tschüss.